Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, schöne Dinge warten heute hoffentlich auf uns, obwohl wir haben nur eine Mission und die kommt von Dutch. Dann werden die Dinge wahrscheinlich nicht so angenehm sein. Vielleicht können wir wenigstens John befreien. Das wäre das Ziel von mir. Will den alten Knaben nämlich zurückhaben. Und vielleicht sagt man mal unseren Leuten, dass wir an Tuberkulose erkrankt sind. Ich schätze Arthur aber so ein, dass er es nicht tut. So, Dead Eye auffüllen. Bin ich froh, dass. Ganz ruhig, Arthur, ganz ruhig. Muss das Fleisch auch essen fürs Dead Eye. Man kann ja nicht viel tun. Schokolade? Diese Schokolade aufgeploppt? Achso, hat er nicht gegessen? Irgendwie kann er nicht mehr. Gut zu wissen, dass das nicht geht. Ich würde sagen, wie weit sind wir denn entfernt? Schnellreise oder keine Schnellreise? Ach, was soll's. Machen wir mal eine Schnellreise. Wir können vielleicht auch noch schlafen, dass Arthur sich ein bisschen erholt fühlt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, Arthur. Wo sind meine Tasten? Nice fire. Mind if I warm my bones? Ja, wo willst du hier? Oh. Y'all knew this was Murphree Hills. You should be careful where you're camping. I can look after Warum? myself. Besides, it's a free country. Was Free seid ihr für country? Hinterwäldler? No. Everything bought and paid for. And we gonna protect what's ours. Y'all be careful where you wander. Wenn ihr mich noch einmal Come on, bedroht, seid ihr let's tot. go. I think you got the message. They'll kill you next time. Kann ich aufstehen? Sterben die? Nee, ihr seid erledigt. Irgendwer muss dran glauben. Scheiß Arschlöcher. Wie heißen die? Murphy Brut? Da stand doch dran. Murphree. Okay. Kennt Murphy besser. Wenn das irgendwie ihr Anführer wäre. Was macht er denn da hinten? Ich glaube, in der Gegend würde ich jetzt nicht mehr schlafen. So. Na, kriegt ihr davon? Was habt ihr davon, wenn ihr mich hier beim Schlafen stören wollt? So. Am Feuer ausruhen. Wunderbar. Vielleicht können wir noch einen Kaffee trinken. Herstellen und kochen können wir auf jeden Fall. Kaffee aufbrühen. Muss man jetzt noch eingießen? Muss man ihn am besten auch noch trinken? Hoffentlich kriegt Arthur das runter. Komm ich schon nicht. Kaffee ist gut. Anscheinend nicht. Großwildfleisch, sehniges Fleisch. Boah. Na gut, Schnellreise ins Camp. Ist das Camp La Grasse oder La Quay? Ich sag La Quay. Keine Ahnung, wie das neue Nester heißt. Das Dead Eye Level ist jetzt aber gar nicht mal so gut für mich. Das soll schon ein bisschen erholt werden, sonst treffe ich doch nichts. Mensch, ist das eine lange Schwarzblende? Ich hab doch extra eine SSD. Lad oh schneller Spiel. Hallo. Hi Charles. Charles. So. Sieht gar nicht so, also sieht furchtbar aus hier, aber sieht schon cool aus mit der Beleuchtung. Ich mochte das zweite Camp am liebsten. Yes,
Mr. Morgan. Okay, okay. Keep das Pferd führt sich selbst raus. Das Pferd führt sich selbst raus. Hey, da ist Maika. So, zu Dutch will ich eigentlich nicht. Ich würde erstmal eine Mütze Schlaf nehmen. Miss Grimshaw? Yes, hello. So, wo ist denn mein Lager überhaupt? Also die Beleuchtung in dem Spiel ist fantastisch. Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Ich glaube auch inzwischen... Hi? Sitzt du auf dem Klo? What is it? Hey, I'm only trying to improve the mood a bit. I'm going back to sleep. Alles gut, da wollte ich auch hin. Oh je, oh je. Hello, Arthur. Ist das eine Stimmung hier? Mach mal den armen Kerl schlafen. So, bis zum Morgen. Das mit dem Dead-Eye-Kern, das stört mich jetzt ein bisschen. Ich brauche das. Habt ihr gesehen, wie ich die zwei Hinterwäldler nicht erwischt habe? Ja, der eine war auch flink, das war unfair. Habe ich eine Garderobe? Irgendwo? Umziehen. Wird Zeit für ein neues Outfit. Warum nicht? Aufs Pferd. Was ist noch auf dem Pferd? Oh, meine Maus hovert wieder falsch drüber. Kann nicht sagen, dass ich bei der Beleuchtung viel vom Outfit sehe. Ah, ist ganz cool. Forken, Dolton, Corson. Bretagne. Okay, der kommt aufs Pferd. Ich hab doch nur... Und Cumberland aus dem Pferd. Vom Pferd entfernen. Dann würde ich sagen... Nehmen wir noch Glücksspieler oder Milisani? Immer die Frage. Vogten ist auch relativ nett. Kümmert es aufs Pferd. Wunderbar. Mit dem Outfit dürfen wir uns nur nicht in Valentine sehen lassen. Mensch, ist das eine gedrückte Stimmung. Auch am nächsten Morgen. Sieht cool aus, aber es ist ein Sumpf. Es sind Alligatoren da. Es ist verfallen. Ich fühle mich hier nicht wohl. Guten Morgen. Good to see you again, Mr. Strauss. But under what circumstances? I know. Reverend, it's good to see you again. You too. But this is a mess. A real mess. Ja, das ist in der Tat eine... Verzeihung. Trockener Hals vom ganzen Schwitzen. Das ist tatsächlich eine Katastrophe. Dass ich jetzt zu Dutch gehen muss, der komplett am Rad dreht die letzten Episoden. Sollte mal einer niederknüppeln, so dass er wieder zu Verstand kommt. You okay there? Spielt er gerade imaginäre Schach? Once and for all, Arthur. Oh, viel Erfolg. What now? We're back, and I'm sitting here. And I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Oilean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. Uh-huh. And they are going to have us. Well, maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well... I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but... I guess Dutch, I'm more interested in saving lives ich hau dich than gleich. Winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I'm sorry, does heißen? I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, Do you have my back? Nein. Always, Dutch. Okay, but there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you.
killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time. Du brauchst professionelle Hilfe. And no traitors. Sieh mein Schnurrbart an und sag das nochmal. Glaubst du, mit wem du hier sprichst? Ich würde dich nicht hintergehen. Ich würde dich niederknüppeln. Aber nur, damit du dann wieder besser denken kannst. So, gehe ich mit Charles wieder ein neues Camp auskundschaften. Hoffentlich ist das dann besser. Charles, will you ride with me? Always. Dankeschön. Where are we headed? Up past Butcher Creek. It's Murphy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. Anscheinend kennt sich aus. I understand. Charles ist einer der letzten, die ich wirklich mag hier. What are we doing there? We're looking for a place to hold up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while your boys were away. And? You'll see. Ich hab mir da keine Freunde gemacht letzte Nacht. I know the way. Follow me. Na, doch nicht zu Fuß? Ah, wir gehen Richtung Pferd. Da bin ich sehr dankbar für. Boah, da kommt gerade ein bisschen Flugzeuglärm von draußen. Aber auch viel kühle Luft. Ich hoffe, mein Broadcast hat viel davon weggefiltert. Ansonsten, Entschuldigung. Ich gehe sonst ein in meiner Dachgeschosswohnung, die nicht mir gehört. Ja, the sooner we get out of here, the better. Das sehe ich auch so. Ein paar schöne Screenshots von dem Platz. Und dann können wir von mir aus verschwinden. Kanu benutzen? Auch nicht. Ich fahre gern Boot. Kann man mit dem Paddel schön auf die Alligatoren draufhauen. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Hosea. You did good getting the others out of there, keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Bell. Das glaube ich. It was a tough few days. I couldn't have done it without Sadie. So how did you find that spot back there? I assume the skulls on sticks weren't an addition of yours. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. Where did you end up again? Cuba? Oh, not exactly. An island off of there called Warma. Landed ourselves in a heap of trouble. Oh, yeah. Really? A tropical island. Isn't that just what Dutch wanted? Der wollte eine andere Insel. I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I nicht know. Wirklich. Hey, you're right. Schau, wo wir sind. Just, it's been... Guess I just miss Hosea and his wisdom, you know. Of course. Nein, noch ein Flugzeug. Ah, oh, ich sehe an meinem Mikrofon Umschlag, dass das nicht ganz rausgefiltert wird. Naja. Oft kommen die ja nicht vorbei. There, girl. Aber ich hab's da doch ganz angenehm in meinem Zimmer. Okay. So, dann hoffe ich, das hat gestern Abend echt niemand mitbekommen, dass ich zwei da umgeholzt habe. Ansonsten gibt's jetzt auf den Popo. Und zwar auf meinen. There's the bridge.
Sehr gut. Ich will eigentlich noch was fressen. Ah, mein Dead-Eye hat sich erholt. There should be some canoes down to the right here. Alles klar. Easy. Hey, unsere Pferde haben ähnlichen Arsch. Well, I see one anyway. And that'll do. Come on. Boah. Das können wir einfach so nehmen? Bestimmt. Wir leihen's ja nur. Und parken's vielleicht woanders. Okay. Butcher Creek is a few miles upriver. So I spent some time up this way while you were gone. I ran into Rainsfall and Eagle Flies. The Indians? And I've been trying to help out a bit where I can at the reservation. Things are bad there. That's not a surprise. They seem to be in a lot of trouble and heading into more. Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. Die habe ich kennengelernt. We're gonna need to be careful. Ja, ja. Animals. Everyone's ich habe eine Waffe dabei. Great! Dutch didn't mention this. Well, hiding up here is not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. Just be ready. It won't be pretty. Das muss es nicht sein. Ich weiß, wie ich mich beschützen kann. So. Wäre man jetzt angegriffen. Wie wollen wir denn da hochkommen? Hä, wie klappt es entgegen der Strömung? Ja, zu Fuß klappt es. Boah. Warum nicht? Und das ist entgegen der Strömung, das macht doch gar keinen Sinn. Und zumindest nicht, wenn sie so stark ist. Man paddelt sie, kann heute echt nicht reden. Da paddelt man sich ja einen ab. Oh oh. Oh, ist wieder so ein Fackeltyp. That's Butcher Creek up ahead. Who are they? The locals. They don't look too friendly. Wait till you meet the Murphys. Ich hab die kennengelernt. Soll man die jetzt vertreiben? Alright, let's walk it from here. Und wohin? Good evening. Can you help us? We're trying to find a spot called Beaver Hollow. We don't take kindly to outsiders around here. Alles gut, alles gut. They're not gonna help us. I'm pretty sure it's to the north, up the road here. Na gut. Wenigstens auf dich ist Verlass. Können wir nicht alle über den Haufen schießen? Hab so Angst um meinen Rücken. Kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass mich jemand hinterrücks erschießen will. Wenn's Maika ist. Weiß gar nicht, ob es danach noch ein anderes Camp gibt. Das Beaver Hollow, das letzte, ich habe keine Ahnung. Ich wusste nur bis zu Shady Bell und dass danach noch eins kommt. Und das haben wir ja gerade. Und dann kommt jetzt das... Wie gesagt, keine Ahnung. Das klingt gut. Ich nehme das hier. Machen uns ja sehr beliebt. That's a good girl. You can see why folks don't want to come around here. Ain't exactly a welcoming place. Lots of stories of people going missing around these parts. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. Nee, das stelle ich mir auch nicht so vor. But I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just one of their spots, which is why we should keep it down.
might have lookouts around. Okay. Bühne überfallen werden von Kannibalen. Oder inzüchtigen Kannibalen. You see that up ahead? Slow down, keep it quiet. It could be some of them. I say we dismount here and follow them on foot. See where they're going. Wollen follow wir uns nicht lieber in der Höhle verstecken? Was tust du denn dann? Ah, Bogen habe ich ausgerüstet. Sieht so unauffällig. Let's get closer to him. Ja, raschelt doch bestimmt alles. Oder macht so ein Schlopp-Schlopp-Schlopp-Geräusch von dem ganzen Matsch am Boden. Come on, up this way. Boah, was ist denn mit meiner Ausdauer los? Hat mir niemand gesagt, dass Tuberkulose gegen die Ausdauer agiert. Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Sehr gut. Well, how about I do the skinning? Then who do the dogs? Good job. Dankeschön. We must be close now. Let's stop and have a look from the top of this hill there. Da sind ja noch mehr. Come on. Ja, lass mich looten. Ohne Machete. Ich bin da erstmal. Ja, Till. Machete findet man nicht alle Tage. Und das nächste Flugzeug, das richtig laut ist. Je nach Wetterlage ist das halt auch lauter. So. Charles, ich bin schon da. Entschuldigung. Und auch so ein Tomahawk verwenden. Habe ich noch welche? Oh, Wurfwaffen. Das ist eine Wurfwaffe. Eine Waffe, die man wurft. Okay. Kann man die nicht einfach ausräuchern? Also doch nicht so spurlos jetzt. Das jetzt nicht mehr. They must be in the cave. All right. Let's get on with this. Okay. What you think? We can head into the cave or flush them out with dynamite. Schleichen. Let's surprise them in there. Okay. Let's get a little closer. Ready? Let's get this over with. Jo, na, dafür nehme ich vielleicht den Lancaster. Das ist echt ein guter Campspot, wenn wir da drin einziehen. Sollten das halt nicht so offensichtlich mit Fackeln ausleuchten, den Eingang bzw. Ausgang. Das ist ja voll auffällig. Someone's coming out of the cave. I'll keep watch. You deal with that one in the entrance. Quietly. Are you dealing with them? Ja. Siehst du, Charles, ich kann was. Ist eigentlich gute Pfeile? Ich hätte Feuerpfeile. Ah, nur drei Stück. Lancaster mit Express-Munition. Besser geht's hier kaum. Boah. Was ist nur falsch mit den Leuten hier? Ich will nicht in die Höhle ziehen. Seht euch die Idioten hier an. Die ganzen Verstümmelungen von ihren Opfern. Es gibt doch genügend Wildfleisch. Vorsicht, Feuer. Noch vielleicht doch erstmal einen Bogen. Ah, ich dachte, das wäre Charles. Okay, Arthur, come on. Der den erledigt und wütend war, aber nee. Hat einfach so drauf eingestochen und eingestochen und eingestochen. Ich schreie.
auch eine Postkutsche. Ja, schreie. Gut gemacht. Da schreit jemand, aber wir brauchen auch den Loot. Können wir ja doch noch jemanden retten. Oh oh. Ich nehm's Dynamit. Den jetzt gerettet. Deswegen kommen mein Bett an. Er schreit da nein. You were wrong about these crazy sons of bitches. You carve up real now. Okay, die hier sind Käfige und gerade nicht akut bedroht. Das ist so weit, so gut, würde ich sagen. Soll man das eigentlich alles plündern? Ich habe kaum mehr Geld. Ja, ich weiß. Die holen wir wieder raus. Denn eine Machete? Das klingt hier nichts. Ich habe eine Waffe, Bruder. Not for now. Come on, let's get that poor girl out of the cage. Na gut, aber danach darf ich noch looten, okay? Was ist denn das für eine Waffe? It's okay, miss. Please don't kill me. We ain't gonna hurt you. Just calm down. Stay away from me. Sag doch einfach, wir sind hier, um sie zu retten. It's okay. It's okay. Shh. Ruhig. You're safe. It's okay. It's time to go. Ist auch noch relativ hübsch. Na, das ist gut. Wir beschützen dich jetzt. Alles gut. Let's go. Where are you from? Annisburg. Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Dann kann ich nicht mehr looten. Miss. Oh, man. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Boah, sieht die jetzt fertig aus. Annisburg, right? Yes. They... Alles gut. It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. Ja. I know. Oh man. It's all right, miss. Why would they? Well, eine gute Frage, warum? Some folks is just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. Oh man, das traumatisiert für Jahre. What's your name, miss? Ich werde nie wieder in die Gegend kommen. Das ist auch gut so. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Da kommt jemand. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just try to relax now. Yeah. Ja, einfacher gesagt als getan. Oh,
diesen Gefilden war ich noch nicht so wirklich in Red Dead Redemption. Annisburg sagt mir was. Ich glaube, da war ich schon mal auf einer Expedition bei einem der früheren Ansätze, das Spiel durchzuspielen. Da hatte ich noch nicht so viel mit Kannibalen zu tun. You're doing good, girl. Jo, ich würde mal sagen, wir kürzen heute nicht ab und reiten den Hang hinunter, sondern nehmen den offiziellen Weg. Pistole kann ich erstmal wieder wegstellen. Eselhase und nicht der Beste. Ist das hier schon Annisburg? Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Such dir ein anderes Dorf, das ist viel zu nah dran. Dachte, es wäre ein Dorf weiter weg. Miss. Oh. Thank God. Our things. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, man. Ma! Ma! Meredith! She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, ma'am. Murphy Brood got it. Oh, my God. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Nee, brauche ich nicht. Oh, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. Nie wieder ins Murphy Country. Boah, die ist mit einem Trauma davon gekommen. Oh no. You leave me alone. You just leave me alone. Schon wieder Mrs. Downs. Aber thanks, ich wollte einen Cockblock. Kann ich mit dir reden? Anscheinend nicht. Interessant, dass ich die jetzt zum zweiten Mal gesehen habe. Die sieht noch schlechter aus als letztes Mal. Boah, was haben wir der Familie angetan? War es das jetzt eigentlich schon? Zieh mal jetzt um. Anscheinend sind wir umgezogen. How you get on? Okay. Found a girl. Took her home. Oh, you and was habt ihr mit den ganzen Leichen gemacht? Maybe. I think maybe. I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, George, did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back Who and you? Drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. George Vanderlyn, I haven't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. Ich tue Dutch ihr nix an. In your eye. I did. I told them. I'm sorry? Yeah, I told them and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery. And Buzz? I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, shoot me. She's crazy. She ain't worthy. You told on me. Oh, you're you not betrayed so big now, me. What? Just calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You are not so big now. Dutch. Hurry, Your Majesty. You. Damn. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Die hat uns verraten. Ich dachte, das waren die Sozialdemokraten. Okay, anscheinend neues Kapitel. Das fünfte war ein bisschen kürzer. Und was ist jetzt eigentlich mit John? Ich dachte, wir retten den.
Ich mag den Hirsch. Wie er das Wasser schön züngelt. Schlürp. Ich mag das bombastische Seitei, das er mir gibt, aber nicht. Sollten wir uns von den anderen Leuten fernhalten? Dass man die nicht auch anstecken? Dies ist Murphyland. Nur Bronzemedaille. Was habe ich wieder verkackt? Alles. Ja, weil ich entspannt reite und ihr zuhören wollte. Na gut. Die streiten sich. Sie hat uns verraten. Morning, Arthur. Hey, Onkel. Mensch, die Stimmung ist ja noch schlechter. Another day. You okay? What is happening to us? Just make this place work, Pearson. For now. Oh, Scheiße. Na gut, wir sind umgezogen und ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Oder auch nicht. You think Dutch has lost his mind, Arthur? Ja. I don't know anymore. I'm not sure I even care. Well, Micah. Micah says you've been saying crazy things about him. Was? Micah. Keep an eye out for Micah, Bill. He says a whole lot. Anyway, I'll leave you to it. Okay. Na gut, jetzt aber. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.